Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC Check zu einem neuen Video. Heute schauen wir uns mal wieder Argando an mit dem Argando Fuego 1739i7 Battlebox für 3799,90 €. Zuallererst muss ich ein paar Sachen ansprechen. Ich sag in meinen Videos ja sehr oft Sachen, die von meiner eigenen Meinung auch geprägt sind und ich will da so ein bisschen aufklären, warum ich etwas so sage, wie ich sage. Ich habe mir hier oben so ein paar Stichpunkte aufgeschrieben, die werde ich jetzt mal ansprechen. Der erste Punkt ist Netzteile. Ich finde, dass ein Netzteil in einem PC-System ein sehr, sehr wichtiges Bauteil ist. Und vor allen Dingen konfiguriere ich dann immer Netzteile rein, die natürlich auch ein bisschen zu groß sind, sage ich jetzt mal. Es ist einfach so, ich sage es auch öfters mal in den Videos, dass Netzteile bei 50% Auslastung am effizientesten sind. Das erfüllt dann auch diesen Goldstandard oder Platinum oder was auch eben, Bronze, was auch immer da steht. Es ist einfach so, dass ich auch ein bisschen zukunftssicher handeln möchte. Sprich, irgendwann kommt jemand auf die Idee, ich möchte einen stärkeren Prozessor oder eine stärkere Grafikkarte oder so einbauen. Dann muss der das ganze Netzteil tauschen, ist dann scheiße. Das heißt, deswegen mache ich ein größeres rein, damit die Leute eben nicht wieder alles umbauen müssen und dann wirklich noch Platz haben zum Erweitern. Wenn ich Netzteile an der Leistungsgrenze irgendwie betreiben möchte, kann ich auch Zenchili an meinen Kanal schreiben. Da ist das nämlich immer so. Dann kommt noch das Thema Einsteigersysteme. Ich habe einen Kommentar bekommen, da stand dann, ja ey, 1000 €, das ist doch schon mehr als ein Einsteigersystem. In meinen Augen nicht. Es ist einfach so, klar, ihr kriegt Systeme, sage ich mal, für 600 €. Da könnt ihr E-Sports-Titel mitspielen und eventuell noch AAA-Titel auf allergeringsten Einstellungen bei 60 FPS. Das macht mir persönlich keinen Spaß. Da möchte ich lieber ein System haben mit einer eigenständigen Grafikkarte auch, so um die 1000 €, wo ich dann sagen kann, okay, du kannst AAA-Titel in mittleren Einstellungen auf Full HD spielen und hast noch Freude dran, dass du so um die 100 FPS oder sowas hast und die E-Sports-Titel natürlich sowieso. Das ist für mich ein Einsteigersystem. Die Sache ist auch einfach die, kauft ihr euch so ein Gerät für, sage ich mal, 500-600 €, habt ihr meistens so ein paar Abstriche, dass ihr hinterher nicht großartig erweitern könnt. Ihr bekommt zum Beispiel in dieser Preisrange sehr schlecht die aktuelle Intel-Generation. Und wenn ihr dann irgendwann sagt, ich möchte keinen 12400 mehr haben, sondern 12700 oder so als Prozessor, weil ihr dann streamen wollt, zu dem Thema komme ich gleich noch, dann müsst ihr wohl oder übel das ganze Mainboard wieder ausbauen, weil ihr noch die 11er drin habt oder so, das ist alles Mist. Deswegen sage ich lieber, okay, hier 1000 €, da ist schon die aktuelle Generation drin, möchtest du später erweitern, kannst du das ohne Probleme, dass du gleich nicht das ganze Mainboard oder so ausbauen musst. Dasselbe gilt natürlich dann auch fürs Netzteil. Dass ich das Netzteil so dimensioniere, dass ich sagen kann, okay, er kommt mit einem stärkeren Prozessor klar und auch vielleicht mit einer stärkeren Grafikkarte. Wo wir jetzt auch beim Thema Prozessor sind, es ist einfach so, ich sage zum Beispiel bei 6-Kernern sehr oft zum Streamen bedingt geeignet. Ich persönlich habe einen gewissen Qualitätsanspruch, was Streams angeht. Ich möchte, dass die Bilder rüberkommen ohne diese Fragmentbildung. Man hat so Kästchen dann da drin oder bei schnellen Bewegungen verschliert das Bild. Das ist für den Zuschauer nicht schön. Ihr könnt natürlich mit einem 6-Kerner auch AAA-Titel streamen. Ist halt nicht geil für den Zuschauer. Vor allen Dingen bekommt man über den Prozessor ein saubereres Bild gegenüber dem Rendern der Grafikkarte. Und ich möchte dann quasi nicht, dass ich jemand ein System kaufe, wo ich dann sage, ja hier, 6-Kerner, Prozessor, 12 Threads, super zum Stream, alles geil. Und der merkt dann, die Qualität ist für den Zuschauer Mist. Er kann zwar streamen, aber es bringt ihm nichts. Dann kriege ich wieder einen drauf. Wie man es macht, macht man es falsch. Da sage ich lieber von Grund auf, okay, nehmt einen 8-Kerner, dann seid ihr auf der sicheren Seite, dann könnt ihr gut streamen, auch wenn ihr über den Prozessor rendert, weil dann die Qualität halt einfach besser ist gegenüber der Grafikkarte. Und dann werde ich dafür auch nicht gehasst. So ist es einfach. Also wenn ihr in Zukunft von mir hört, 6-Kerner bedingt geeignet, streamt von mir aus, was ihr wollt. Streamt Cyberpunk mit einem 6-Kerner. Ihr werdet sehen, qualitativ ist das nichts. Das ist einfach leider so. Und jetzt kommen wir noch zum Thema Taktung RAM. Das ist aber eher so ein Verständnisthema. Da sagen viele, ja ey, der Prozessor, der darf offiziell 3200 MHz. Ja, offiziell. Wir konfigurieren meistens 3600er rein. Weil das preislich vielleicht ein 10 € Unterschied ist, ihr dadurch aber 3-5% mehr FPS habt. Es ist einfach so, diese Angabe von 3200 MHz, das ist dem Hersteller quasi überlassen. AMD bzw. Intel, die sagen, pass auf, 3200 MHz werden offiziell unterstützt. Alles, was danach kommt, liegt dann am Endkunden. Wenn ihr jetzt 3600er verbaut und er würde instabil laufen, was er nicht tut, aber wenn das der Fall ist, könnt ihr Intel oder AMD dafür nicht haftbar machen. Dann könnt ihr nicht sagen, ey, hört mal zu, der Prozessor packt das nicht, ich habe 3600 MHz RAM drin. Da sagt AMD, ja Pech gehabt, wir sagen 3200. Das ist einfach der Grund. Weil viele denken immer, das wäre die Grenze 3200, im DDR4-Bereich jetzt, ne? Nicht DDR5. Es ist nicht die Grenze, es ist nur das, was der Hersteller sagt, offiziell unterstützt. Das ist genauso wie bei Autos, ihr habt ein Auto, da ist ein Motor drin, der sagt jetzt 120 PS, ihr überzüchtet den auf 150 PS, garantiert euch kein Autohersteller für, dass euch der Kolben nicht um die Ohren fliegt oder so. Ne? Das ist genau das gleiche in grün. Beim Prozessor passiert da nichts. Das Einzige ist halt, er könnte instabil laufen. Packt der 3200 da rein, läuft er auf jeden Fall stabil. Wenn er da nicht stabil läuft, könnt ihr natürlich zu Intel und AMD gehen und sagen, ey Leute, das funktioniert nicht. Ne? Also gut, haben wir das Thema auch geklärt. Jetzt schauen wir uns diesen schönen PC an. Es gibt dazu auch später eine Mindfactory-Alternative. Ihr könnt euch auch denken, wahrscheinlich warum.
Der wurde bei mir in Discord gepostet. Ich sollte mir den mal anschauen und nicht, weil er den kaufen wollte, sondern er hat gesagt, er ist dann fast aus seinem Gaming-Stuhl rausgeflogen, wo er das gelesen hat. Und ja, das wird jetzt ein Video. Ich spoiler vorweg, es wird keine Empfehlung, ja. Das ist schon hart. Kommen wir also zu dem System, den Agando für Ego 1739 i7 Battlebox für 3800 Euro knapp, sogar runtergesetzt um 100 Euro. Das Bild ist jetzt nicht sonderlich fake. Hier ist zwar eine Wasserkühlung drin, hier wird ein Luftkühler gezeigt, beleuchteter RAM, der glaube ich auch nicht hier verbaut ist, müssen wir gleich nochmal schauen. Es ist auf jeden Fall, ja, das Bild zeigt jetzt nichts, was nicht wirklich drin ist. Das ist soweit okay. Als Gehäuse bekommen wir das Corsair Crystal 680X RGB White. Da verhält es sich bei mir gerade so ein bisschen wie bei dem 500DX. Ich mag es optisch nicht. Funktionell ist es allemal. Klar, das Netzteil wird hier hinten an der Rückseite eingebaut. Ihr habt viel Platz im Gehäuse, das ist okay. Es sei denn, und zwar hat mir ein Berater ein Bild geschickt, das ziehe ich mal eben hier rein. Ihr seht hier die Grafikkarte und hier ist die AIO. Da ist nicht sonderlich viel Platz zwischen. Sprich, wenn ihr eine besonders lange Grafikkarte habt, ein Triple Fan Design und kommt auf die Idee, eine AIO in die Front einzubauen, wird das schon ziemlich eng. Das konnte er mir natürlich optimalerweise schicken, das Bild, weil er das Gehäuse auch hatte. Er hat jetzt, glaube ich, umgebaut auf dem 802er von Be Quiet. Das wollte ich nur eben erwähnt haben, wer mit dem Gedanken spielt. Ihr könnt die Wasserkühlung natürlich auch woanders einbauen, aber im Falle des Fronteinbaus wird es mit den Grafikkarten ein bisschen eng. Nichtsdestotrotz ist das ein gutes Case. Hat natürlich auch einen stolzen Preispunkt von 257,90 Euro, aber ich meine, bei einem 3800 Euro PC kann man das auch durchaus mal erwarten. Ich mag es nicht, lässt sich aber natürlich auch umkonfigurieren, nach eurem Belieben bei Agando sowieso, das passt. Als Netzteil bekommen wir den Be Quiet Dark Power 12 1000 Watt. Ja, das ist natürlich die Creme de la Creme der Netzteile, ne? Diese Dark Power Serie mit 1000 Watt ist schon ordentlich. Nur ein Punkt dazu. Das Netzteil zieht immer nur so viel, wie euer PC braucht. Ihr braucht jetzt nicht denken, ihr konfiguriert 1000 Watt rein, das Ding ballert 1000 Watt die ganze Zeit. Nein, er zieht sich das, was er braucht, aus der Steckdose. Sprich, verbraucht ihr gerade 400 Watt, habt ihr auch nur 400 Watt. Das ist soweit okay. Hat 10 Jahre Garantie, ist 80 plus Titanium zertifiziert, voll modular. Also über das Netzteil lässt sich absolut nichts Schlechtes sagen. Und das kostet 238,97 Euro bei Mindfactory. Als Mainboard bekommen wir ein MSI MPG Z490 Gaming plus Intel Z490. Ja, das ist schon ein bisschen älter. Es gibt die Z590er-Reihe, jetzt aktuell die Z690er-Reihe. Das ist ein Board, natürlich für die Intel-K-Variante zur Übertaktung geeignet. Das ist diese Z490er-Reihe. Das ist für den 10.000er, der hier drin ist, auch in Ordnung. Da kommen wir aber gleich noch zu. Wir haben gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke. Hier kommt die M.2-SSD rein, hier die Grafikkarte. Hier unten könnt ihr noch erweitern mit Capture-Cards oder ähnliches. Hier kann noch eine M.2-SSD rein. Was die Anschlüsse angeht, haben wir 7.1 mit Toslink, Netzwerkanschluss, zweimal USB 3.0, einmal USB 3.1, USB Typ C 3.1, HDMI, DisplayPort werdet ihr hier nicht benutzen, weil ja eine Grafikkarte eingebaut ist und der Prozessor sowieso keine eingebaute Grafikeinheit hat. Zweimal USB 2.0 und P-2 Anschluss, den ihr wahrscheinlich auch nicht benutzen werdet. Hier ist zwar ein Tastatur- und Maus-Symbol, aber das gilt nur für ältere Hardware und ihr habt definitiv eine Maus, die irgendwie USB angesteuert ist. Von daher, wurscht. Alles in allem grundsolides Board, aber eben ein bisschen älter. Kommen wir gleich auch noch zu. Und das kostet aktuell 114,87 Euro bei Mindfactory. Dann haben wir einen Intel Core i7-10700KF, 8x5,1 GHz. Ja, die reden natürlich hier vom Turbotakt. Der Basistakt ist 3,8 GHz, hat 8 Kerne, 16 Threads, 125 Watt TDP, unterstützt offiziell 2933 MHz RAM. Könnt ihr auch dann mit 3200 oder 3600 betreiben, überhaupt kein Problem. Ist zum Stream natürlich auch geeignet, wie ich eben schon am Anfang erwähnt habe. 8 Kerne, 16 Threads würde ich empfehlen zum Stream. Vor allen Dingen, wenn ihr über den Prozessor rendert. 125 Watt TDP, kommen wir gleich noch zu dieser Wasserkühlung, die hier eingebaut ist, ist natürlich eine ganze Ecke älter. Dazwischen war noch die 11.000er und jetzt die aktuelle 12.000er Generation. Das heißt, das ist schon fast irgendwo Resteverwertung. Es ist kein schlechter Prozessor, aber für den Preispunkt, naja. Und er kostet aktuell 307,97 Euro bei Mindfactory. Ja, den RAM hier, den habe ich mal aufgeklappt. Das sind 16 GB DDR4 RAM PC 3000, 2x8 GB. Also Dual-Channel. Es kann aber Corsair Vengeance LPX, G-Skill Aegis oder Kingston Fury sein. Ich nehme mal den allseits beliebten Aegis nicht. Mag den Aegis nicht. Ich nehme den jetzt, aber kauft ihn nicht. Würde ich nicht machen an eurer Stelle. Ist sehr, sehr fehleranfällig, haben wir so die Erfahrung mitgemacht. Auf jeden Fall fehleranfälliger als der Corsair Vengeance oder der Kingston Fury. 3000 MHz, puh. Also 3200 hätte ich mir wenigstens gewünscht. Und 16 GB ist halt nichts. Für ein 3800 Euro System, da gehören 32 GB rein, zwar mindestens. Und RGB beleuchtet und nicht dieser 90er-Style hier. Also davon halte ich jetzt absolut gar nichts. Selbst wenn es der Corsair Vengeance LPX oder so wäre, auch 16 GB zu wenig, auch 3000 MHz zu wenig.
Naja, aber zum Rechnen nehmen wir den jetzt einfach mal in den Warenkorb und der kostet 55 Euro bei Equipa. Als Grafikkarte haben wir eine Nvidia GeForce RTX 3090 24 GB Asus TUF O24G Gaming. Das ist eine gute Grafikkarte. Aktuellstes Modell, aktueller geht nicht. 3090 ist das höchste aller Gefühle. Klar, AMD hat noch die 6900 XT. Die tun sich bei den verschiedenen Benchmarks nichts, also der eine ist mal ein bisschen besser dann der andere. Die hat natürlich etwas bessere Raytracing-Leistung, wie zum Beispiel bei Cyberpunk. Aber eine 3090 in Kombination mit einem älteren Prozessor finde ich schon sehr merkwürdig. Aber finde ich gut, dass sie die verbauen, weil besser geht's halt aktuell gar nicht. 24 GB ist natürlich ordentlich. Ich wäre auf eine 3080 Ti gegangen, könnte noch ein bisschen Geld sparen, hat weniger VRAM, aber ungefähr die gleiche Leistung. Und die kostet 2199 Euro bei Notebooks billiger. Dann bekommen wir eine M.2 SSD, 500 GB Samsung 970 Evo Plus. Alter Schwede, 500 GB. Leute, übernimmt euch nicht. 500 GB, was ist das? In so einem System. Vor allen Dingen, da, gut, da ist gleich noch eine 2 TB HDD dabei. Ja, das ist schön. 500 GB. Sowas, ich hatte letztes Mal die Hardware-Rad-PCs. Die lagen so bei 1100 Euro, so um den Dreh. Selbst die hatten 1 TB drin. Ich meine, Lese- und Schreibrate von 3500 MB die Sekunde und 3200 MB die Sekunde ist gut. Die Geschwindigkeit überhaupt nicht zu meckern. Die SSD an sich ist auch top. Aber 500 GB im Ernst? Wisst ihr, was ihr damit macht? Ihr installiert Windows, Discord, vielleicht noch Browser und solche Sachen. Da macht ihr 2 Spiele drauf, dann ist das Ding voll. Im Falle von Ark Survival Evolved zum Beispiel mit allen Modpacks so um die 300 GB, wenn ihr auf die verschiedenen Server geht. Also, puh, alter Schwede, total unangebracht, total unangebracht. Ich hatte vor kurzem einen Kommentar, ich habe es auch im letzten Video, glaube ich, gesagt, pro Euro, der da drin ist, 1 GB. Das heißt, hier müssten so circa 3,7 Terabyte rein. Wir haben hier 500 GB SSD-Speicher und 2 TB HDD-Speicher. Nee, nee. Ich fand die Idee aus dem Kommentar übrigens gut. Ich lese ja immer alle Kommentare, wisst ihr ja. Und die kostet 65,90 Euro bei Mindfactory. Hier kommen wir zu der angesprochenen HDD. Das ist eine 2000 GB HDD, 600 MB die Sekunde. Ja, ja, da träumt ihr von. Es steht nicht genau dabei, welche es wird. Ich nehme jetzt eine Seagate Barracuda Compute 2 TB, 3,5 Zoll. Eine HDD zum Auslagern von Daten, eventuell zum Installieren von Spielen auch noch gut. Aber bei Spielen habt ihr dann etwas längere Ladezeiten. Wir hatten das zum Beispiel mal bei Ghost Recon Wildlands. Wenn der eine gespawnt ist, brauchte der andere noch 10 Sekunden länger, bis alles geladen war. Das ist tatsächlich so, 600 MB die Sekunde schaffen die Dinger nicht. Die liegen so bei 140 MB die Sekunde und dann seid ihr fertig damit. Aber 2 TB ist erstmal soweit okay und die kostet 45 Euro bei Mindfactory. Als Wasserkühlung bekommen wir eine Corsair H60i Pro XT. Ja, eine 120 mm Wasserkühlung, beziehungsweise ein 120 mm Radiator. Bei einem 10.700 kF? Im Ernst? Der wird auf jeden Fall zu warm werden. Kann ich euch so sagen, wie es ist. Ja, Wasserkühlung ist ganz nett, aber 120... Also für einen 12.400er ist das vielleicht angebracht oder auch 10.400F oder sowas in der Art. Aber ein 10.700 mit einer Wasserkühlung, 120 mm, wird zu warm, das Ding. Die Wasserkühlung an sich ist in Ordnung, hat auch 5 Jahre Garantie und so, aber die wird dafür nicht ausreichen. Sag ich euch so, wie es ist. Da seid ihr sogar teilweise mit einem Luftkühler besser dran. Mit einem Darkrock 4 oder sowas in der Art. Und die kostet 64,90 Euro bei Alternate. Ja, ich merke schon, ich gleite gerade wieder so ein bisschen ab in meinen Rage-Mode. Das ist nämlich ein System, da packe ich mir nur an den Kopf. Ihr seht gleich die Alternative, dann werdet ihr auch sehen, warum ich jetzt gerade so emotional bin, würde ich mal behaupten. Gehäuselüfter vorne ist dem Gehäuse geschuldet, oben ist auch jetzt der Wasserkühlung halt geschuldet und der hintere ist auch dem Gehäuse geschuldet. Wollte ich auch noch dabei sagen, Lüfter vorne 3x 120 mm und einmal hinten 120 mm, also die sind vorinstalliert. Agando schenkt euch da keine Lüfter, die sind einfach da drin. Dazu bekommen wir noch Windows 10 Pro 64-Bit. Ja, Windows 10 brauche ich nicht mehr viel zu sagen. Könnt ihr später upgraden auf Windows 11, wenn ihr das möchtet. Und kostet aktuell 27,31 Euro. Bei meinem Partner ist es deutlich billiger. Ansonsten ist hier noch Bullshit Internet Security drin. Das könnt ihr wegschmeißen. 36 Monate Garantie und Support. Das ist ganz nice. Die meisten haben eher so 2 Jahre. Dubaro zum Beispiel könnte man dann auch erweitern. Für einen Fuffi extra hätte man dann quasi 3 Jahre. Hier ist es von Haus aus mit dabei. 6 Monate davon sind vor Ort Pickup und Return. Das heißt, die Post kommt dann bei euch vorbei. In den ersten 6 Monaten holt das Ding ab, wenn damit irgendwas ist. Und dann wären wir schon beim Ergebnis. Hier haben wir die HDD, die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung, das Netzteil und Windows. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 3.376,82 Euro. Das System soll kosten knapp 3.800 Euro. Das heißt, ihr seid bei diesem System mit dem veralteten Prozessor, einer 500 GB SSD und viel zu kleinem RAM-Speicher 420 Euro zu teuer. Gegenüber Selbstbau. Ihr könntet das hier 1:1 nachstellen bei Mindfactory. Bezahlt 150 Euro, kriegt die Kiste nach Hause. Gut, 3 Jahre Garantie, okay. Kann man drüber streiten, aber das rechtfertigt nicht den Aufpreis. Und das sind Endkundenpreise, die wir rechnen. Der Hersteller, der hat natürlich ganz andere Einkaufspreise. Das ist auch wirklich irgendwo Resteverwertung, muss ich echt sagen. Also 3000er RAM da reinzubauen und 10.700 kF, der weiß Gott nicht schlecht ist, aber für den Preispunkt, nö.
Lasst auf jeden Fall die Finger davon, sage ich euch so, wie es ist. Ich werde dafür jetzt auch keinen FPS-Test zeigen. Die 3090, das ist die beste Grafikkarte, die ihr kriegen könnt. Der Prozessor ist ja auch noch in Ordnung, er ist halt ein bisschen älter. Aber damit rotzt ihr ordentlich was. Aber ich möchte nicht, dass ihr euch dieses Ding jetzt wirklich kauft. Wir nehmen jetzt mal eine Alternative. Die habe ich eben noch zusammengestellt bei Mindfactory. Das wäre auch ungefähr so ein System, wie ich es zusammenstellen würde und auch kaufen würde. Das heißt, für die Leute, die immer fragen, hey, zeig doch mal Systeme, wie du es machen würdest, das ist so einer. Ich habe jetzt als Gehäuse Shakun Elite Shark CA300H genommen. Das habe ich selber in weiß. Das wurde mir mal irgendwann gesponsert von Shakun. Das ist auch okay. Ihr könnt natürlich beliebiges Gehäuse nehmen, was ihr gerne möchtet. Ich nehme jetzt einfach mal das, weil es ja eine Config ist, wie ich sie mir zusammenstellen würde. Dann haben wir hier noch ein 1000 Watt Be Quiet Straight Power 11 Modular 80 Plus Platinum. Das ist natürlich auch ein sehr gutes Netzteil. Nicht ganz so gut wie das Dark Power, aber es reicht auf jeden Fall völlig aus für den Casual Gamer. Es muss kein Dark Power sein, da zahlt ihr nur Aufpreis für nichts und wieder nichts. Ist genauso Platinum zertifiziert, hat also kaum Nachteile. Als Mainboard haben wir ein MSI Mac Z690 Tomahawk Wi-Fi DDR4. Das ist auch mit dem 1700er, also der aktuelle Sockel. Habt ihr noch Wi-Fi mit dabei, ist ein top aktuelles Board. Ich verlinke euch diesen Warenkorb gerne unten in der Beschreibung, dann könnt ihr euch die Anschlüsse und so nochmal angucken. Ich möchte das hier nur ein bisschen, sag ich mal, schnell abfrühstücken, dass ihr einfach nur die Alternative mal seht. Dann haben wir einen top aktuellen 12700K. Das K-Suffix steht dafür, dass er halt übertaktbar ist. 12 Kerne, also 8 Performance und 4 Efficiency-Kerne. 3,6 GHz, Sockel 1700. Das ist jetzt ohne Kühler, weil wir eine Wasserkühlung mit dabei haben. Neueste Generation. Dann haben wir anstatt 16 GB 32 GB Corsair Vengeance RGB Pro. 3600 MHz Dual-Kit, also Dual-Channel. Doppelter RAM-Speicher, höhere Taktung, RGB-Beleuchtung. Die drei Vorteile gegenüber dem anderen RAM. Wir haben jetzt zwar keine Asus-Karte, aber wir haben hier eine Gigabyte GeForce RTX 3090. Leistungstechnisch tun die sich nicht viel. Da ist vielleicht ein OC drin bei der Asus-Karte von 3-4% oder so. Also das macht jetzt echt nicht viel aus. Wobei die hier auch schon OC ist, das heißt, ich glaube, die nehmen sich wahrscheinlich gar nichts. Anstatt 500 GB haben wir 2 TB Samsung 970 Evo Plus. Auch die 970er Samsung, aber 1,5 TB Speicher mehr, SSD-Speicher. Genauso haben wir hier eine 2 TB HDD drin zum Auslagern der Daten. Eine 360er Arctic Liquid Freezer 2 mit RGB-Beleuchtung drin, das heißt, sieht schön aus. Ist keine 120er, sondern 360er Wasserkühlung, das reicht für den Prozessor völlig aus. Dazu haben wir noch den Montage- und Funktionstest-Service. Da landet ihr dann bei 3.726,21 Euro mit Zusammenbau. Das kommt fertig zu euch nach Hause. So wie ihr wollt. Ihr könnt ein anderes Gehäuse nehmen, wenn ihr Bock habt. Aber den Rest würde ich so lassen. Das kommt fertig gebaut zu euch nach Hause. Ganz einfach. Ist alles schon mit drin. Die machen sogar ein BIOS-Update. Ich weiß gar nicht, ob Agando das macht. Ich glaube nicht. Aber die machen BIOS-Update. Steht auf jeden Fall in den Bedingungen mit drin. Das heißt, ihr seid nochmal 70 Euro günstiger und habt ein top aktuelles System da stehen. Aktuelle Intel-Generation, doppelt so viel RAM, auf jeden Fall das Dreifache an SSD-Speicher, nee, das Vierfache sogar. Und dann habt ihr noch eine ordentliche Wasserkühlung drin. Also, deswegen verstehe ich dieses System nicht. Ich muss auch noch dabei sagen, ihr müsstet euch dann für die Wasserkühlung bei Mindfactory das hier dazu buchen. Da habe ich es eben nicht gefunden, war vergriffen für 7,25 Euro. Das ist dieses LGA 1700 Montage-Kit. Das ist einfach nur dafür da, dass die Wasserkühlung wirklich auf dem Mainboard auch verbauen können. Aber ich glaube, die 7 Euro machen den Braten jetzt auch nicht fett. Also ihr kriegt für einen günstigeren Preis ein top aktuelles System. Und das hier ist einfach nur, muss ich so sagen, Schmutz. Agando hat gute Angebote. Wenn die so ein Wochenangebot haben, habe ich schon öfters Videos gemacht, überhaupt kein Problem. Aber das hier ist einfach nur Schmutz. Ich muss so sagen, wie es ist. Zu kleiner RAM, zu kleine SSD, zu kleine Wasserkühlung. Nee, absolut nicht. Ich verlinke euch den hier natürlich unten in der Videobeschreibung, wenn ihr euch selber nochmal überzeugen wollt. Den Geizhals-Link packe ich euch auch rein und die Alternative von Mindfactory, wenn ihr jetzt gerade Bock habt, ihr wollt ein top aktuelles System, da ist es drin. Könnt ihr direkt so bei Mindfactory bestellen. Gut, das wäre es auch schon wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert den Kanal. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.